herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Campus TV Kompakt. Der Campus hat einen neuen Champion. Am 2. Dezember wurde das erste FIFA-Turnier am Campus Lingen ausgetragen. An der Spielekonsole konnten sich die Teilnehmer in der Fußballsimulation messen. Mehr als 100 Studierende fanden sich dafür in KD Plus ein. Neben 64 Teilnehmern gab es außerdem eine große Anzahl Fans, die ihre Favoriten anfeuerten. Sieger des Turniers wurde Jan Hehmann. Da es von Seiten der Spieler und Veranstalter ausschließlich positive Resonanz gab, ist eine Neuauflage nicht auszuschließen. Einfach Party, einfach gut. Unter dem Motto Einfach Party veranstalteten der Aster und die Fachschaft am 10. Dezember eine Feier in der Tanzgalerie Lorenz. Bis in die frühen Morgenstunden tanzten etwa 300 Studierende zu der Musik des DJ Michael Maas. Besonderes Highlight war eine Schneemaschine, die winterliche Stimmung nach Lingen brachte. Hochschulwahlen. Am 8. und 9. Dezember fanden die Wahlen für das Studierendenparlament sowie die Fachschaftsräte statt. Die Ergebnisse der Wahlen sind auf der Internetseite der Hochschule zu finden. Auffällig ist hierbei die niedrige Wahlbeteiligung in allen Bereichen. Bei den Wahlen zum Fachschaftsrat des MKT lag diese bei 28,9%. Für das Studierendenparlament gingen nur 15,4% der Wahlberechtigten zur Urne. 9. Campus TV-Show. Am 16. Dezember wird um 19.30 Uhr im Zentralkino Lingen die neueste Ausgabe der Campus TV-Show präsentiert. Thema sind dieses Mal unter anderem das Institut für Theaterpädagogik sowie das Institut für Musik. Im Studio werden außerdem Gäste von Campus ohne Grenzen und der Summer University begrüßt. Für die musikalische Begleitung dieser Ausgabe sorgt Michi Wilson. Campus Convention. Am Freitag, den 15. Januar 2016, richtet die Fakultät MKT auf dem Campus Lingen zum ersten Mal die Campus Convention aus. In Form von Postern präsentieren Studierende Ergebnisse aus Seminararbeiten, Praxisprojekten, Fallstudien und Bachelor- sowie Masterarbeiten. Den Studierenden steht eine Minute Zeit zur Verfügung, um ihre Poster in einem sogenannten Poster-Talk vorzustellen. Eine Jury, bestehend aus Hochschulangehörigen, Vertretern des Wirtschaftsverbandes Emsland e.V. und der Wirtschaftsvereinigung der Grafschaft Bentheim e.V., bewertet die Poster und kürt den Gewinner. Die Veranstaltung richtet sich an alle Studierende der Fakultät MKT, die ihre Projekte präsentieren möchten, sowie Interessierte. Bis zum 17. Dezember ist es noch möglich, sich mit einem Poster anzumelden. Nähere Informationen gibt es auf der Hochschulseite des Institutes. Kurzmeldung. Das nächste Semester steht an und somit die Rückmeldung zum Sommersemester 2016. Noch bis zum 15.01.2016 haben Studierende Zeit, den Semesterbeitrag an die Hochschule Osnabrück zu überweisen. Über die Feiertage gibt es außerdem geänderte Öffnungszeiten der Hochschulgebäude in Lingen. Die Bibliothek ist vom 24.12. bis 3.1. geschlossen. Außerdem ist das KH-Gebäude an Wochentagen nur bis 20 Uhr geöffnet und an Wochenenden geschlossen. Die Campus TV Kompaktredaktion wünscht allen Studierenden, Mitarbeitern und Dozenten frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr.